Hallo, das ist wieder Xin's Gott und Mega mit Battle Network 3 Blue. Wir finden uns mittlerweile in der Fernsehstation des DNN. Und ja, hier soll der N1 Grand Prix stattfinden. Und nachdem wir gerade, nachdem wir am Ende der letzten Folge, Entschuldigung, Kingman und seinen Operator Taro besiegt haben, kommt jetzt plötzlich der Chef von DNN daher. Willkommen, N1-Teilnehmer. Warum auch immer er in der Mehrzahl spricht, hier sind nur wir. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, geht bitte durch diesen Eingang. Das Publikum wartet auf eure Ankunft. Jetzt geht's los, Lam. Bist du nervös? Nö, überhaupt nicht. Jetzt bin ich aufgewärmt. Das ist nur eine weitere Person, die ich auf keinen Fall gewinnen lassen werde. Na komm schon, lass uns loslegen. Wir werden sie alle besiegen. Alles klar. Ein gigantischer Flachbildschirm. Es fühlt sich an, als wärst du tatsächlich im Studio. Satzzeichen. Wow, die neuen schlankeren Modelle von Denta und Denko. Jetzt verbrauchen sie nicht mehr so viel Platz. Wer auch immer das sein soll, aber ja, die sind halt einfach mal da. Wir beginnen jetzt. Bitte geh hinein. Noch nicht. Ein großer Stapel von Pamphlets, Broschüren für alle, die sich alle mitnehmen können. Okay. Ein Panel, das benutzt wird, um die Türen zu kontrollieren. Es gibt keine Buchse, um sich damit zu keine Verbindungsbuchse. Sie wird manuell gesteuert. Ja Mensch, das wird garantiert nicht wichtig demnächst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem Turnier, das Turnier wird noch nicht beginnen. Wie komme ich nur darauf? Was haben wir denn hier? Eine große Bühnenaufbauten. Sieht so aus, als würden sie in der berühmten Nachmittagssendung benutzt werden. Irgendwas Glitzerndes ist zwischen ihnen. Rack up 1, dankeschön. Sonst nix? Okay. Hallo. Wow. Ich kann das Gejubel von hier aus hören. Ich werde nervös. Die Getränkemaschine der Fernsehstation hat spezielle Getränke. Netranger Saft. Es ist nur Orangensaft. Aber auf der Kanne, auf der Dose sind DNN-Charaktere abgebildet. Mensch. Hey, Samurai-Junge, du bist in N1. Du bist auch in N1? Lass uns loslegen. Nur für Station, Fernsehstationspersonal, okay. Ein Plan der Studio. Ereignisse. Er ist von Minute zu Minute organisiert. Sie müssen ziemlich beschäftigt sein. Wundert mich, dass ich mich damit nicht verbinden kann. Hm. Ein Poster von Ribbit. Ja, Moment. Ihre Begeisterten nehmen sogar die Poster von ihr für sich selbst mit. Ein Programmposter. Sie müssen viele davon hergestellt haben. Sie sind überall. Überall, du kommst nirgends hin, ohne dass die da schon sind. Hier geht es zum Studio. Okay, was haben wir hier? Sieht so aus, als würde dieses Aufzugssystem hinauf zum Bearbeitungsraum führen.
Eine gut abgeschlossene Tür zum Abstellraum. Es funktioniert jetzt nicht. Oh, muss ich da gar nicht lang? Nee. Jetzt funktioniert er nicht, aber später. Ach so. Der Studioeingang für das Publikum. Meine Damen und Herren. IPC Incorporated präsentiert den N1 Grand Prix. Yeah, yippie, woohoo! Ich danke Ihnen allen, dass Sie erschienen sind, um dieses historische Ereignis mitzuerleben. Ich bin so... Ich heiße Sie im Namen unseres Sponsors willkommen, der Präsident der IPC Incorporated. Unser Sponsor betrachtet das Turnier aus dem Bearbeitungsraum dort oben. Oh Gott, entschuldigt Leute, das war keine Absicht. Ah ja, der werte Herr, Georges Vater. Ich stelle Ihnen nun die D-Block-Netbattler vor, welche die Vorausscheidung gewonnen haben, um sich um die Krone des weltstärksten Netbattlers zu bekämpfen. Oder um die Krone zu ringen. Zunächst, der Superstudent, der uns alle vor der World 3 gerettet hat. Und vor Gospel. Der unglaubliche Operator von Mega Man, Lan. Der Großmeister des Desasters, der schon 100 Züge vorausbringen kann und dich in einem besiegen kann, Tora. Er wird dich mit seinen bloßen Händen verdrehen. Das Powerhouse aus dem D-Block. Der Mann aus Stahl aus Yamland, Bonzu. Begrüßt sie von Südnetopia. Wunderschöne Haut. Schlankes Aussehen. Yes. Sexieste Netbattler auf Erden. Jennifer. Geboren in Netopia, aber in Yamland aufgezogen. Er benutzt Techniken aus verschiedenen Ländern. Der super multikulturelle Battler Johnson. Es geht nicht nur immer um seltene Chips. Nichts ist wichtiger als seine Operationstechnik. Der extraordinäre technische Netbattler Koetsu. Auf den ersten Blick mag er nicht nach viel aussehen, aber er weiß alles, was es über Chips zu wissen gibt. Mit seinem Psylab-Anzug, der verrückte Netbattler Josh. Wer ist dieser Kerl? Alter, Geschlecht, Nationalität, alles ist unbekannt. Der Besitzer einer Million Mysterien, Netbattler Q. Hier sind die 8, die im D-Block antreten werden. Gebt ihm allen einen warmen Applaus. Hey, Mr. Sunayama. Wie viele Teilnehmer gibt es eigentlich beim N1 Grand Prix? Es gibt 4 Blöcke von A bis D. Jeder von mit 8 Teilnehmern. Das macht 32 Leute im Ganzen. Die Blöcke A bis C haben sich bereits in die Kampfarena begeben. Die Kämpfe werden direkt auf dem großen Bildschirm angezeigt.
Eine Kampfarena? Wir werden nicht hier kämpfen? Um hier kämpfen zu können, musst du zuerst mal in der Arena kämpfen und die bis zur vierten Ebene hocharbeiten. Nun dann, worauf warten wir? Zeig uns die Arena! Ich bekomme schon Zuckungen von dem Kampf. Von dem Kampf. Bitte, bitte beruhige dich. Wir werden dich in einem Moment dorthin bringen. Wir werden sehen, wie weit dich dein Kampfgeist bringt. Halt die Klappe und zeig uns, wo wir kämpfen müssen. Es gibt eine Fähre direkt vor der Fernsehstation. Sie wird euch zur Kampfarena bringen. Und eure Kampfarena wird keine andere sein als die Hadesinsel. Nun denn, es ist Zeit, zum Kampf zu gehen. Begebt euch zur Hadesfähre. Ohohoho. Nun denn, ihr alle. Genießt die Kämpfe auf diesem großen Bildschirm. Eine Eröffnungszeremonie voll unerwarteter Wendungen. Ein mysteriöses Eiland, welches als Hadesinsel bezeichnet wurde. Du wirst nicht glauben, was unsere Helden auf der Fähre erwartet. Auf der Fähre? Lern das deine Nachricht! Lern, viel Glück heute! Ich werde für dich vor dem Fernseher jubeln. Der Gegenstand, den ich angehangen habe, wird deine Speicherkartengröße erweitern. Das wird dich mehr Programme gleichzeitig nutzen lassen. Das sollte dich Mega Man auf ganz neue Art und Weise verändern lassen können. Viel Glück! XP Memory, ja, dankeschön. Endlich! Ach ja. Das sieht doch schon viel schöner aus. So, dann wollen wir hier doch gleich mal ein bisschen aufräumen. So. Gut, viel einfacher wird es jetzt trotzdem nicht. Müssen wir mal gucken, was wollen wir denn? Ich würde gerne unsere Lebenspunkte erweitern, weil das hier kriege ich nirgendwo unter. Aber das sollte sich doch irgendwo machen lassen. Andererseits sind beide solche, ne? Die sind beide nicht da drauf. Ja. Ja, okay. Vielleicht bringt uns diese Reihe gerade doch noch nicht so viel, wie ich dachte. Jetzt geht das Gepuzzle wieder los hier. Was machen wir? Das haut so nicht hin. Wenn wir wenigstens das hier irgendwie verbaut kriegen würden, aber selbst das will gerade partout nicht hinhauen. Wenn wir das Ganze mal andersrum machen. Jetzt sagen. Ja, okay. Dann halt so. Ich meine, den Angriff behalten wir auf jeden Fall. So. Aber immer noch das Problem.
Jetzt haben wir an der Stelle tatsächlich sogar noch einen weniger. Den können wir noch dahin tun, aber damit war es das halt auch schon wieder. Ja, Rack-Up plus 5 wäre schon schön, aber es haut halt hinten und vorne nicht hin. Ja, Sneak Run bringt uns halt herzlich wenig. Tja, theoretisch könnte ich jetzt Fisch einbauen, aber wozu? Ey, Schmank könnte ich nicht mal. Ich will ja auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Mal abgesehen davon, dass das hier... Ne, das haut ja eh nicht hin. Was sag ich denn da? Das passt ja eh nicht. Das passt ja eh nicht. Lass mal schauen. Okay. Ja, da wir die Sachen leider nicht drehen können, schaut das leider schlecht aus hier. Warum haben wir so viele Programme, die weiß sind? Und Blau bringt uns momentan halt auch nur herzlich wenig. Oh. Hallo. Denn wir sind hierher gekommen, um für dich zu jubeln. Viel Glück. Die Hadesinsel. Irgendwie gruselig. Beiß dich doch, Len. Ich hoffe, Len, Dex und Jai schaffen es in die vierte Ebene. Achso, nee, die Top 4. So. Nicht Floor. Vor. Mach dir keine Sorgen. Niemand kann dich schlagen, Len. Das ist nett. Ja, hallo? Ich hoffe, du gewinnst, Junge. Ich bin ein großer Begeisterter. Chord ist wirklich mein Favorit. Ich werde auch für dich jubeln. Ich wüsste nicht, wie ich Cheer sonst übersetzen soll als jubeln. Du wirst nicht gewinnen. Aber tu, was du kannst. Ich freue mich auf einen großartigen Kampf. Oh, du bist Len sein. Viel Glück. Sieht so aus, als wären alle anderen schon auf dem Boot. Ja, ja. Ich habe nur gerade gesehen, dass sich hier auf der Karte irgendwas getan hat und... Gut, eine andere Sache, die ich mich frage... Und eine Sache muss ich nur kurz ausprobieren. Dauert nicht lange. Er hat doch gemeint, es hätte irgendwas mit Systemfehlern zu tun. Werden jetzt Systemfehler? Nee. Okay. Ja, das, was der andere gemeint hat, klang halt so, als könnte ich mir jetzt einen Fehler erlauben, aber... Nee, es ist tatsächlich einfach nur, dass wir jetzt auch die blaue Farbe theoretisch nutzen können. Naja. Okay. Schade, schade, schade. Na dann, ab zur Hadesinsel. Nun beeil dich schon und geh auf die Fähre. Pronto. Pronto? Das bedeutet, dass du irgendwas sofort machen sollst. Du weißt schon. Du weißt schon, keine Zeit verschwenden. Also beeil dich und geh an Bord. Weißt du, ich kann Amateure nicht ausstehen. Mega Man, ist Pronto Englisch? Tatsächlich kommt es aus der spanischen Sprache. Naja, wie dem auch sei, komm schon. Wir wollen sie nicht warten lassen. In Ordnung. Nun denn, Anker lichten. Bis wir die Hadesinsel erreichen, müsst ihr alle bewusstlos sein. Gute Nacht. Oh, der Kerl ist böse? Irgendwas strömt heraus. Ach, das ist Schlafgas. Hey, hey. Ist mir vollkommen egal, ob das fürs Fernsehen ist. Das ist nicht in Ordnung. Len. Das hat keinen Sinn. Die haben mal das Bewusstsein verloren. Wer ist da? Was tust du?
Len! Was ist auf der Fähre passiert? Geht es allen Teilnehmern gut? Warum jetzt plötzlich so ein Erzähler? Das Mysterium der Hadesinsel wird bald gelüftet werden. In Ordnung, ihr alle. Erhebt euch und scheint. Wir sind auf der Hadesinsel. Nun geht schon. Alle herunter von der Fähre. Bin ich jetzt schon wieder meine ganzen Battleships losgeworden? Willkommen auf der Hadesinsel. Hier ist das... Hier werde ich mich nun empfehlen. Geht weiter durch das Dämonenmaul. Die Höhle zu meiner Rechten. Im Inneren werdet ihr Hades finden. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Hades persönlich erwartet euch. Viele Horror warten euch darin. Also wenn ihr umkehren wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Hey, wer wird sich denn zurückziehen, wenn wir nicht mal einen Kampf hatten? Wir sind bereit dafür. Also, bring's schon an. Boah, dieser Ort ist gruselig. Nein, ich kann jetzt keinen Rückzieher machen. Wer ist der Mann? Ich. Du der Mann? Oui. Ja, Tsunayama. Mr. Tsunayama, niemand wird sich zurückziehen, also können wir endlich gehen? In Ordnung. Nun denn, meine mutigen Krieger, ab in das Dämonenzelt. Einer nach dem anderen betreten die Teilnehmer das Dämonenmaul. Was für eine Art Inferno erwartet sie dort drinnen? Willst du weglaufen lernen? Wir haben es soweit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Na komm schon, ab ins Dämonenmaul. Eine große Krabbe krabbelt über den Stein. Die Krabbe schiebt etwas aus ihrer Schale heraus. HP Memory. Ich dachte es mir doch gerade, da ist doch was Auffälliges. Ja, Spiel. Ja. Was haben wir denn hier alles? Bevor wir da reingehen, schaue ich mir jetzt hier erst nochmal um. Das wäre wieder so ein typisches HP Memory, was man gerne liegen lässt. Und diese kleine Grafik einer Krabbe übersieht man gerne. Habe ja im zweiten Teil auch ein HP Memory am Ende vergessen. Und musste dann nachschauen. Eine groteske Statue mit einem Dämonengesicht. Sein böses Grinsen passt zur Hadesinsel. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass die Augen erleuchtet sind. Ha. Es ist eine Aufzugstür, die so verdeckt wurde, dass sie wie ein Stein aussieht. Sie kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Und ja, koscher hätte ich eigentlich so lassen können, ne? Als Begriff. Boah, was ist das für ein Ort? Heieieiei. Das ist der Hadesberg. Es heißt, dass die zur ewigen Verdammnis verurteilt wurden, hierher gebracht wurden. Nun denn, überquere die Brücke und betritt den Ring. Von hier an wird meine Stimme dein Geleit sein. Ich bin DNN. So ganz nebenbei, ich bin DNN. Reporter Yasu. Bitte folge meinen Anweisungen genau.
Das ist wahrscheinlich einfach nur etwas, was sie für die Sendung aufgestellt haben. Na komm schon, gehen wir rüber. Pass auf, wo du hintrittst. Wenn du fällst, könntest du in den wahren Hades gelangen. Natürlich kannst du jederzeit umkehren und dich zurückziehen. Lern, sei vorsichtig! Es wird schon in Ordnung sein, vertrau mir. Ach, wir haben schon 100. Die Hälfte. Nun denn, es ist Zeit für Runde 1. Hier sind die Regeln. Zuallererst, als ihr auf der Fähre geschlafen habt, haben wir ein paar kleinere Veränderungen an euren PTs vorgenommen. Ein paar von euch haben es vielleicht schon bemerkt, aber eure ausgerüsteten Ordner wurden zum Hades-Ordner geändert. Gebt mir doch nicht schon wieder andere Battleships. Und gerade haben alle den exakt selben Ordner ausgerüstet. Ich verstehe. Also wenn alle denselben Ordner haben, wird diese Runde unsere Operatorenfähigkeiten testen. Genau das, Koetsu. Du scheinst schnell zu verstehen. Hey, also was sind die Regeln für Runde 1? Ihr alle, nutzt die Verbindungsbuchse vor euch. Diese Maschine ist mit dem Netz verbunden. Wenn euch damit verbindet, werdet ihr das Hades-Inselgebiet betreten. Dort gibt es 4 Siegesdaten, die dort versteckt wurden. Die 4 Menschen, die sie finden, werden in die nächste Runde gelassen. Das ist doch wie die erste Ausscheidung. Wir müssen uns beeilen und einen dieser Gegenstände finden. Nur 4 Leute können weitergehen. Die Hälfte von uns wird schon ausscheiden? Das ist ganz schön krass. Wir müssen diese Runde bestehen, Mega Man. Nun denn, ihr alle. Verbindet euch. Verbindung, ja. Alle machen einfach nur und Lernen muss teils wieder in die Höhe halten. Runde 1 hat begonnen. Nur 4 Leute werden übrig bleiben. Welche werden diejenigen sein, die weitergehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Beim besten Willen, nö. Ja, das ist mal... Was haben wir hier? Entschuldigung. Bomben, Cannonball, ihr habt mir Burner gegeben. Schwerter, die nicht zusammenpassen. Elementschwerter, die nicht zusammenpassen. Das ist alles unfassbar fürchterlich. Du nimmst am N1-Teil, richtig? Sobald du die Siegesdaten gefunden hast, geh weiter und trainier die Verbindung. Trainier bitte die Verbindung. Sobald 4 Siegesdaten errungen wurden, ist der Kampf vorbei. Alle verbleibenden Teilnehmer werden zu einem Verbindungsabbruch gezwungen. Ah ja, da drüben haben wir sie. Got Strength, ja. Bringt mir eh alles nichts. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Hier glaube ich noch nicht. Bevor ich am Ende noch wieder 10 wegklicken muss. Momogra. Okay, was auch immer du bist. Wieso gibt man mir Burner? Cannonball. So. Ah, ja. Ach so, deswegen Burner.
Wegen diesen Gegnern, damit man auch hinter sich angreifen kann. Na toll. Na aber gut. Das wär's dann auch für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns hier oben und holen uns unsere Siegesdaten. In dem Sinne würde ich sagen, Sie müssen beim nächsten Mal bei Mega Man Battle Network 3 Blue. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.